Der folgende Comic-Talk-Clip wird präsentiert von Comic-Szene, dem Fachmagazin für Comic. Kinaya ist ein Wunschkind. Nach einem schweren Erdbeben kommt das vierjährige Mädchen durch Adoption aus Peru nach Frankreich. Doch welche Umwälzungen schafft das? Für das Kind, die neuen Eltern, die Verwandtschaft? Szenarist Sidru spinnt ein feines Netz um dieses kleine Leben. Dass hierbei der griesgrämige Großvater die zweite Hauptrolle spielt, setzt den Leser fast auf eine falsche Fährte. Denn natürlich erwartet man schon, dass das Kind sein Herz erweicht. Die Geschichte schlägt aber Haken und bespielt zu Beginn viele kleine Nebenschauplätze. Band 1 ist ironisch, augenzwinkernd und manchmal so bärbeißig wie die alten Knacker, ein anderer französischer Comic-Hit. Doch dann nimmt die Geschichte einen komplett anderen Kurs. Die lichten, präzisen Zeichnungen von Arnaud Monin spiegeln nun das Unheil, das über der Adoption schwebt, dunkler wider. Doch der Zeichner hält seine vorsichtige Distanz ein und gerät selbst bei der Reise des Großvaters nach Peru nicht in einen Farbrausch. Das Gespann Sidru Monin hatte schon einmal zusammengearbeitet bei Merci. Der belgische Szenarist Benoît Drouzy alias Sidru ist allerdings ein alter Meister spannender Geschichten, wie aktuell Percy Pickwick, die neuen Fälle des Rick Master oder die Kannibalen beweisen. Die Adoption ist ein in zwei Bänden erzähltes komplexes Drama, das heiter beginnt und philosophisch endet. Ja, ich möchte jetzt erstmal Splitter Verlag darauf aufmerksam machen, dass hinten auf dem Deckel Lünette nicht Lünette ist, sondern Rösette. Oh. Ja, hier steht Lünette entpuppt sich als Verwöhnoma, aber die Frau von ihm heißt Rösette. Mhm. Da ist euch ein Fehler unterlaufen, Fehlerteufel. Ich ploppe hier, ich weiß nicht warum. Lalala, ich ploppe nicht mehr. Herrlich. Ja, ihr Lieben, wer möchte beginnen? Die Adoption. Also, Hennes, bist du jemand, der überhaupt so Franco-Zeug gerne klar, liest? Also, neben Asterix? Asterix, Tintin, also Tim und Struppi, die Franzosen natürlich. Ja, ich kann nicht mit jedem was anfangen. Ich fand bei dem halt, bei mir geht es erstmal sowieso erstmal darum, gefällt mir der Zeichenstil. Gefällt mir, also die Geschichte ist, ich würde nicht sagen zweitrangig, weil gerade da ist es ja wirklich eine Graphic Novel. Muss man wirklich sagen, es ist eine Geschichte, es ist keine Superheldengeschichte, es ist keine, denkst du, es ist wirklich wie ein Film. Es liest sich wie ein Treatment, wie ein Storyboard. Eines Filmes. Ich habe sehr oft an Pixar denken müssen. Also ich denke, dass man könnte das von Pixar auch verfilmen lassen. Man muss es nicht mehr verfilmen, weil es ist ja einfach ein grafisches Werk und das sieht ganz toll aus. Und, also der Stil gefällt dir? Der Stil gefällt mir sehr gut. Es ist halt sehr aquarellig, es ist sehr, sehr leicht, es ist sehr licht und es ist halt eben auch sehr, sehr, manchmal wirkt es so ein bisschen unfertig. Und das meinte ich halt eben, wann ist so ein Bild einfach fertig? Wie viel musst du machen, um etwas zu erzählen? Es ist eine Fantasy-Geschichte, natürlich was anderes als ein Familiendrama. Aber das fand ich ganz toll. Und ich fand halt, wie die Figuren gezeichnet sind, nicht nur halt wirklich gezeichnet sind, sondern wie sie erzählt sind. Also vor allen Dingen natürlich die Hauptfigur, der Großvater. Das ist, also ich habe am Ende, wie bei einem guten Pixar-Film, Rotz und Wasser geheult. Ja, das ist so war es bei mir auch. Ich musste auch an Pixar denken, im Stil von diesen storyboardartigen Zeichnungen. Hat was von oben auch, ne? Ja, genau. Da hat mir echt das Herz geflattert bei der Geschichte. Ja. Das ist ein wunderschöner Band, also wirklich. Ja, zwei Bände, vollkommen. Mhm. Wir hatten ja von dem Autorenteam schon einen Band, Merci, vor ein paar Sendungen. Den fand ich ganz nett, aber ich hatte eigentlich gar nicht so richtig Bock jetzt auf diesen, schon wieder von den gleichen, weil ich den auch nett, aber auch ein bisschen betulich fand. Das war so eine angenehme Geschichte. Ich hatte die Befürchtung, dass das Ganze so ein bisschen brav und bieder ist. Vielleicht sogar auch kitschig, wenn es um diese Adoptionsgeschichte geht. Es ist zum Glück nicht, also es hat zumindest diese Klippen, sentimental kitschig zu werden, sehr geschickt umschifft und eben immer im Entscheidungsmoment eine Plotwendung gemacht. Deswegen war ich positiv überrascht, von der Story hauptsächlich. Die Zeichnungen sind für mich hier tatsächlich zweitrangig. Ich finde sie, ich mag sie, sie sind okay, aber was mich hier wirklich gepackt hat, ist absolut die Story. Und ich war überrascht, wie ich da dann doch mitgegangen bin. Auch eben, weil es so Wendungen nimmt, nehmen wir zum Beispiel, ohne zu viel zu verraten, im zweiten Band geht es nicht mehr unbedingt nur um die Adoption. Mhm. Aber das ist auch realistisch. Da hast du einen Anfang, der vielleicht sogar das ganze Thema so ein bisschen abschließt, auch auf eine enttäuschende Art, die ich aber unglaublich realistisch fand. Ja.
Ne? Ihr wisst, wovon ich jetzt spreche, wenn ein Besuch in Peru stattfindet. Das fand ich total realistisch. Dann geht es in eine andere Richtung und deswegen fand ich es absolut so überzeugend. Ich finde es viel stärker als den Band, den wir von den Autoren schon mal hatten. Wobei ich Merci auch sehr mochte. Ja, du hast dich da wirklich wohl gefühlt, hast du gesagt, als du dir das so angeschaut hast. Ja, und ich war auch überrascht, weil ich habe mich auch so furchtbar wohl gefühlt, weil ich dachte erst, die erzählen mir wirklich so eine Disney-like-Geschichte. Brummbräsiger Opa kann mit Kindern nichts anfangen und die kleine, süße peruanische Göre erobert sein Herz. Bekehrt ihn natürlich, aber dass er dann sein Herz erweicht. Und es wird nicht gesungen, das darf man auch nicht. Ich mag sehr, wie realitätsbezogen das die Geschichte eigentlich ist. Also das ist jetzt nicht einfach so alles so schön gemacht. Man sieht den Opa natürlich auch mal nackt und er sagt auch mal Scheiße. Also der ist halt richtig einfach nur... Ja. So und das ist die Nebenfiguren sind auch so toll, die beiden anderen Opas, mit denen er sich trifft, zum Training, zum Sport und auch wie gesagt, gerade beim zweiten Teil, dass er da wirklich es schafft, wirklich noch eine andere Tür aufzumachen, ohne das jetzt ohne da jetzt irgendwie gewaltsam irgendwie was Neues zu machen. Also das ist wirklich gut strukturiert und unheimlich gut erzählt. Ja, finde ich auch. Und ich habe selten halt so einen fiesen Cliffhanger, also so ein Ende eines ersten Bandes erlebt, dass dir erstmal wirklich, damit rechnest du nicht, also ich zumindest nicht, wo du sagst, wow, das habe ich jetzt nicht erwartet und dann auch natürlich wissen willst, was jetzt passiert. Ne? Das geht dann ein bisschen in eine andere Richtung, aber da haben sie auch einen wunderbaren Punkt gesetzt, da dann brutal mit dem ersten Band aufzuhören, nachdem dann wirklich eben aus dieser sich nicht so kitschig, ganz Happy End-mäßig entwickelnden Geschichte da einen richtigen Hammer zwischendurch rauszubringen. Ja, ich bin auch ganz begeistert. Ich bin so oft immer über so französische Graphic Novels oder begeistert. Also die treffen für mich irgendwie immer den richtigen Ton. Naja, weil sie auch einfach die Figuren ernst nehmen und weil sie die Geschichten immer ernst nehmen. Ja. Das ist wie französisches Kino. Ich meine, wir sind alle überfüttert als Nerds im Moment von Superhelden, von Star Wars, vom Kino. Es wird geballert und jeder Film, der rauskommt, ist entweder eine Fortsetzung einer Franchise oder ein Sequel und so weiter. Und dabei vergisst man und verliert man leider auch so ein bisschen das Gefühl dafür, dass es ja auch noch andere Filme gibt und andere Geschichten, die erzählt werden müssen. Und bei Comics ist es genau das Gleiche. Natürlich verkaufen sich Superhelden Sachen besser und tolle und bunt und knall und bam. Aber das ist zum Beispiel was, wo ich echt wirklich echt so, wo ich dachte, danke, dass es sowas auch gibt und sowas geben kann. Also obwohl viele dieser Filme und auch Comics sind ja auch gut, die haben ja oftmals auch durchaus Qualität, absolut, das will ich schon sagen. Aber es stimmt, du hast natürlich völlig recht, es ist auch schön, zwischendurch mal wieder durchzuatmen und sich in eine ganz andere Richtung zu bewegen. Also wenn es um Filme und um Bücher oder Audiobooks allgemein geht, sind Dramas immer noch das allergrößte Genre für mich. Und deswegen habe ich mich sehr auf die Adoption gefreut. Und die, also ich war absolut nicht enttäuscht, kann ich wirklich nur empfehlen. Das ging mir genauso. Also ich war überrascht tatsächlich, wie sie mich an der Nase rumgeführt haben letztlich dann. Ne? Mhm. Und war dann wieder am Schluss, aber dann total versöhnt auch über diesen persönlichen Schluss. Ja, sorry, ihr lieben Spoiler Alert. Ihr müsst es euch kaufen und ihr werdet hoffentlich genauso angetan sein, wie wir. Und ihr werdet nach Band 1 nicht aufhören zu lesen. Nee, das ist wohl wahr. So kauft euch direkt beide. In einen Atemzug durch. So. Also, unbedingt. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.